Hallo liebe Freunde von CryptoTV. Heute am Donnerstag, den 21.01.2021, stehe ich jetzt da vor Schloss Mirabell hinter mir und ich werde jetzt gegen die Impfpflicht unterschreiben. Gleich mal eines vorweg, es gibt zwei Petitionen zur selben Sache, nur eben die Für-Impfpflicht-Petition, die sollte man vorher unterschreiben, wenn die wird früher eingereicht. Dann gibt es so eine zweite Petition, die heißt Impfpflicht, striktes Nein. Ich habe gehört, es wird unbedachten Menschen als erstes vorgelegt, sodass die erstere, frühere Petition eben die für Impffreiheit, so heißt die richtigerweise, übersehen wird. Einfach beides unterschreiben, aber für Impffreiheit. Diese Petition ist gerade viel, viel wichtiger. Also, tragt auch eine Maske drinnen, es ist Maskenpflicht. Seid da bitte nicht rebellisch, weil ansonsten lassen sie euch nicht rein und dann fehlt eine Stimme. Okay, ich werde drinnen nicht filmen. Ich zeige euch jetzt den Eingang, wo es rein müsst. Und somit hoffe ich doch, dass bis spätestens 25.01. alle unterschreiben geht. Weil ansonsten haben wir einen Arsch wirklich offen. Ich bedanke mich recht herzlich. Jetzt schauen wir mal zum Eingang hin. Ihr seht, es ist eh gut beschildert. Der Eingang, den wir brauchen, ist aber da dann. Hier. Also gleich beim Schloss Mirabell Eingang gerade durch und gleich rechts die erste Tür. Das ist wieder. Ihr seht es da noch, wie die Öffnungszeiten sind. Also am Montag habt ihr dann sogar wieder bis 20 Uhr Zeit. Und somit, ich schaue jetzt da rein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und nur mehr würde ich mich bedanken, wenn es auch unterschreiben geht. Ihr seht, es ist Lockdown, keiner hält mich auf, ich krieg's keine Repressalien, weil ihr nicht außer Haus gehen dürft. Weil generell so ein Weg für eine Petition jedem Menschen zusteht und auch trotz Lockdown keine rechtlichen Schritte dagegen eingeleitet werden dürfen, wenn man da jetzt unterschreiben geht. Und das mache ich jetzt. So, ich habe jetzt meine Unterschrift getätigt und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für euch. Zwei Überraschungsgäste, den Richie und den Harry, ihr kennt sie ja schon, unsere zwei Rockabillys. Und die haben gesagt, dass sie heute gerne spazieren gehen wollen und mir was zeigen. Und somit übergebe ich jetzt die Regie weiter an den Richie und an Harry. Bis gleich. Du sagst, was läuft, das läuft, oder? Laufen tut schon längst. Nein, laufen tut schon längst. Nein, super. Also, hallo mal wieder zu Hause vor den Bildschirmen. Wir stehen hier, wie man unschwer erkennen kann, vorm Schloss Mirabell. Heute ist der 21. Jänner 2021. Das heißt, unser Covid-Navidad-Bäumchen ist ein bisschen her. Unser letztes Video ist auch schon 3 Wochen her. Und ich habe mir gedacht, es ist somit wieder ein bisschen Zeit, etwas zu tun. Mal kurz zu arbeiten sozusagen. Deswegen ist heute der Harry wieder mit am Start. Sehr schön. Filmisch festhalten tut das Ganze wieder mal der Roman von CryptoTV. Wir haben immer noch keine Staatsmedien teuer am Start, sondern immer noch den Roman. Die gute Nachricht ist, der ist allerdings inzwischen von Silvester wieder etwas nüchterner geworden. Ja. Heute gibt es auch gar kein Corona zum Trinken, weil wir ein bisschen was vorhaben. Das heißt, ich muss später noch Auto fahren und auch wenn ich bei den Maßnahmen ein bisschen ein Outlaw bin, heißt das noch lange nicht, dass ich etwas davon halte, betrunken ein Fahrzeug zu lenken. Zum Zweiten ist, es geht langsam auf Monatsende zu und man muss ein bisschen sparen und dieses importierte Bier kostet halt auch leider Geld. Und der letzte Punkt ist, die Kamera soll ruhig sein und nicht wackeln. Insofern haben wir einfach gesagt, wir lassen das mit dem Corona mal weg. Ihr wisst aber trotzdem, um was es geht. Außerdem werden wir später noch eine Fahrschule aufsuchen und da kommt es auch nicht gut, wenn man so eine Bierfahne hat. Um was es jetzt hier aktuell geht und warum wir vor dem Schloss Mirabell stehen, ist das, was der Roman schon brav erledigt hat.
Wir werden unterschreiben für das Impfvolksbegehren, für die Impffreiheit. Also nicht gegen eine Impfung, für eine Impfung, sondern für die generelle Freiheit des Bürgers zu entscheiden, ob er sich impfen lässt, jetzt aktuell oder auch später, wenn es um irgendeinen anderen Impfstoff geht, und nicht direkt oder indirekt dazu genötigt wird. Für alle, die wissen wollen, wie sie da zur Information kommen, ich erlaube mir hier werbewirksam einen Flyer ins Ding zu halten. Die Couch Potatoes können das nämlich auch zu Hause erledigen. Man muss nicht raus und sein Leben gefährden. Man kann auch daheim sitzen bleiben. Es geht anscheinend auch mit Bürgerkarte und es geht, wie gesagt, auch live, so wie wir das machen. Ich gebe dem Roman seine Bestätigung, dass er heute schon brav unterschrieben hat, zurück. Der Harry und ich, wir werden uns jetzt mal ordnungsgemäß vermummen, weil es hat sich ja seit unserem letzten Video einiges getan. Die USA haben zum Beispiel mit Joe Biden ihren 46. Präsidenten. Bei uns hat sich nicht ganz so viel getan. Wir haben immer noch seit inzwischen 44 Wochen Corona-Irrsinn. Ja, das hat die Welt ein bisschen pervertiert. Früher haben alle die Panik bekommen, wenn ein Vermummter des Weges kam. Heute schreien sie alle auf, wenn sie einen Unmaskierten sehen. Und nachdem wir ja niemanden schrecken wollen und uns natürlich schon als soziale Wesen auch bemühen, werden wir ordnungsgemäß, fürs Corona-Tuch hat es auch immer noch gereicht, uns jetzt ordnungsgemäß vermummen und unterschreiben. Ich hoffe, ihr glaubt uns allen, dass der Harry und ich des Lesens und Schreiben mächtig sind. Ich meine, gut, ich weiß, wir haben in Österreich Arbeitsministerinnen und so gehabt. Red mal nicht drüber. Also wir haben wirklich Lesen und Schreiben gelernt. Der Roman wird nicht mitgehen und das dokumentieren, weil er sich dafür akkreditieren müsste. Und wir wollen ja niemanden da presserechtlich und datenschutztechnisch zu nahe treten. Das heißt, wir sehen uns dann später wieder. In diesem Sinne... Auf zum Unterschriftenüberfall. Überfallen wir ganz offiziell jetzt hochwirksam, unbewaffnet das Schloss Mirabell. Bis dann. Also sechs, man ist nicht alleinig. Wie ich drinnen war, habe ich auch nachgefragt, ob ein reger Unterschriftenverkehr stattfindet. Und man hat mir gesagt, ja, es kommt ständig wer rein, also ihr seht's. Trotz Lockdown, man kann gerne da reinschauen. Rechts rum. Naja, ich stelle mir nur die Frage, warum da 14 Schüler stehen. Lass es sich nicht verlaufen. Ja, ihr seht's, der Ritchie kommt schon aus, ich frage mich mal, ob er ihm das Wetter hat. Und da ist auch schon da. Ein Mann im Innenhof und hält Selbstgespräche mit Kamera. So, Bürger. Hat das wehgetan jetzt? Sollte man sich vor irgendwas fürchten müssen in Lockdown beim Unterschreiben? Nein, ich fand es allerdings sehr unterhaltsam, als der Mitarbeiter des Magistrats mir erklärt hat, ich möge bitte meine Maske lüften, um zu überprüfen, ob der Mann im Reisepass auch ich bin. Das hat er mich nicht gefragt. Tja, wahrscheinlich war ich auf meinem Passfoto aufgrund meiner sonderbaren Frisur nicht eindeutig zu erkennen. Die gute Nachricht ist, der Harry hat auch kurz frei atmen dürfen. Aber wie gesagt, wir haben alle drei Volksbegehren, also nicht nur das für die Impffreiheit, sondern auch das gegen das Tierleid und für den Religionslehrer und unabhängigen Ethikunterricht unterschrieben. Löblich. Haben damit sozusagen unsere Bürgerpflicht erfüllt. Auch wenn es um unsere Bürgerrechte gar nicht mehr so gut steht aktuell, fühlen wir uns ja immer noch trotzdem irgendwie als Bürger. Und ja, damit haben wir den ersten Teil für heute abgehakt. Und ich würde sagen, wir stehen da nicht zur Bespaßung aller blöd im Innenhof rum, sondern verlassen jetzt, wo wir das erste Kapitel erledigt haben, einfach einmal
den Amtsgrund und bequemen uns vor die Tür. Also seht, es bleibt halt noch spannend, gell? Bleibt's dran. Schauen wir, was uns heute noch alles erwartet. Bis gleich. Stehen wir jetzt, nachdem ja die Sonne scheint und wir ja regelmäßig spazieren gehen. Manch einer hat es den Medien ja schon entnommen, dass es Spazierengehen inzwischen auch als Protestaktion gegen die Corona-Maßnahmen gibt. Die sind dann normalerweise immer angemeldet, da geht dann ein Polizist oder auch zwei oder in letzter Zeit auch ganz viele mitunter mit, um den Verkehr eventuell zu regeln, zu schauen, dass es zu keinen Ausschreitungen kommt, weil das Volk hier inzwischen ein bisschen gespalten ist, in die, die quasi dafür sind, dass man dieses Land zusperrt und die, die nicht so dafür sind. Und ja, was soll ich sagen? Wir gehen generell jeden Tag spazieren, nutzen das aus, die Lunge aufgrund der Untätigkeit mit Sauerstoff zu füllen, das Immunsystem zu stärken, der Harry von Zeit zu Zeit auch noch mit ein bisschen Nikotin. Und ja, wir gehen auch heute spazieren, allerdings unangemeldet, weil wir sind über 18. Wir müssen nicht mehr bei Mami fragen und bei Papi, ob wir mit den Freunden spielen dürfen und ob wir raus dürfen. Wir machen das einfach so. Und ich würde sagen, wir schlendern jetzt, nachdem wir sonst, wenn unser angemeldeter Protestspaziergang stattfindet, immer über den Radlweg gelotst werden, was ich als Radfahrer gar nicht so gut finde. Wirklich durch eine Fußgängerzone. Wir haben viel Platz. Wir werden keine Bürger anspucken, anspringen oder anderweitig mit dem mutierten Virus gefährden. Geht einfach mit uns mit. Wir werden ein bisschen über die aktuelle Zeit plaudern, die eine ziemlich perverse ist. Also, wie gesagt, ich habe zuerst schon erwähnt, früher, wenn man sich vor einem Geschäft oder einer Bank oder ähnlichem maskiert hat, hätte das wahrscheinlich dazu geführt, dass die Polizei gerufen wird. Heute ist die Angst, wenn man unmaskiert kommt. Es ist generell alles sehr pervertiert. Früher hat die Gastronomie dafür gesorgt, dass ein paar Leute zu waren. Heute sorgen ein paar Leute dafür, dass die Gastronomie zu hat. Ich meine, es gab jetzt am Montag eine Protestaktion dagegen. Die Gastro darf ja nach wie vor noch nicht öffnen. Ne? Man sieht dafür, es hat jeder ein To-Go-Shop. Kommt auch richtig gut an, wie man sieht. Also selbst an einem, heute haben wir Donnerstag, Nachmittag stehen Kunden an, um sich Getränke to go zu kaufen. Das heißt, die Nachfrage wäre wahrscheinlich nach Gastronomie gegeben. Nachdem allerdings, wie gesagt, der Herr Kunze in seinem sehr, wie soll man sagen, überzeugenden Interview über die Gastronomie-Protestaktion letzten Montag klargestellt hat, wie brachial das Ganze in Österreich vonstatten gehen wird, bei gedämpfter Musik mit einer Harfe und einer Querflötenspielerin und ohne Publikum, ist es natürlich ein bisschen anders wie in Italien. In Italien haben einfach 50.000 Wirten inzwischen aufgemacht. Aber ja, der Österreicher ist kein Italiener. Das ist halt einfach so. Bei uns steckt halt einfach Regelgehorsam ein bisschen in Blut. Wir stehen halt erst auf, wenn man das Bier und den Glühwein nimmer to go beim Eisstandl kaufen kann oder bei sonst einem Lebensmittelgeschäft, das jetzt krisenbedingt einfach einmal ein Tischl vor das Geschäft stellt und Bierflaschen to go verkauft. In der Judengasse gibt es ein Café, das verkauft Flasche Bier, Flasche Gin, Flasche Wodka to go. Ja. Also, wie gesagt, man macht jetzt kein betreutes Trinken mehr. Österreich betrinkt sich jetzt sozusagen to go. Ja. Führerlos. Und wir machen einfach to go. Wobei ja dieses to go in letzter Zeit auch ein bisschen aufstößt. Weil wir haben ja nicht nur diesen Nöhammer, der da quasi jetzt auf einmal sich motiviert sieht, die eigene Bevölkerung strafrechtlich zu verfolgen, anstatt dem Terror und sonstigen Bedrohungen Einhalt zu gebieten. Sondern wir haben ja auch in Salzburg einen Bürgermeister, der Druck auf die Exekutive ausübt und sich unglaublich an den paar spaziergehenden Menschen, die da für ihr Freiheitsrecht rausgehen, beschwert.
Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ÖVP-Linie. Also der Herr Bundeskanzler, also ich nenne ihn immer liebevoll den Reichskanzler, also den mit den großen Ohren, ihr wisst schon, der hat ja zum Beispiel kürzlich auch erklärt, dass Südtirol zu ist. Also der würde am liebsten ja generell auch mal die ganze Welt zusperren, glaube ich. Ist er mit der Angie gut beraten, die ist ja da ähnlich drauf. Es würde sich wunderbar eignen, wieder ein Joint Venture zwischen Österreich und der Bundesrepublik zu machen. An dieser Stelle für die Herrschaften von der Antifa. Das gab es schon mal in der Geschichte. War nicht von Erfolg gekrönt, glücklicherweise. Und ja, was soll ich sagen? Im Moment ist alles ein bisschen pervers. Macht aber nichts. Wir nähern uns, wie ihr seht, den nächsten Glühweinstand. Wie gesagt, jeder, der kann, stellt einen Tisch raus und verkauft To-Go-Getränke. Von eins geht nicht hängen bleiben, gell? Wer weiß, wie das hingeht. Man sieht Schnapsel, also sie werden geschlossen verkauft, weil man darf ja offen keinen Alkohol verkaufen. Aufmachen tut es der Konsument dann selber. Das traut man dem Österreicher noch zu. Wahrscheinlich glaubt die Regierung, sie waschen sich dann die Hände damit, weil das ist ja doch Alkohol und da desinfiziert. Es gibt natürlich manchmal auch Coffee to go, will ich natürlich nicht leugnen, dass es auch Menschen gibt, die tatsächlich wirklich nur ihrem Motto entsprechend antialkoholische Getränke verkaufen. Es gibt aber, wie gesagt, auch sehr viele, die den Kinderpunsch mit dem obligatorischen Rumflascherl dazu reichen und der Kunde muss dann einfach nur noch den Rum in den Becher leeren. Schlimm wird es heute, wenn man da schon so ein paar Kinderpunsch-Intus hat, wenn man dann eventuell irgendwann einmal das Zittern anfängt von dem Rum und vielleicht daneben schüttet. Macht aber nichts, man muss eh theoretische 50 Meter wegstehen von der Abholstelle. Das heißt, man infiziert sich dann nicht vor der Tür, sondern alle zusammen 50 Meter weit entfernt. Das macht total viel Sinn. Es ist ungefähr genauso sinnvoll, wie wenn man mit dem Öffi in die Stadt Salzburg hineinfährt, um dann vor einem Mannershop, der offen haben darf, weil er Lebensmittel verkauft, draußen stehen bleiben zu müssen, weil nur drei Leute ins Geschäft dürfen. Im Bus darf ich dann wieder mit 60 anderen Hanseln auf ein paar Kubikmeter Atemluft heimfahren. Wie gesagt, unsere Regierung hat sich da schon was überlegt. Ich verstehe natürlich auch, es geht um unsere Gesundheit. Ich habe in meinem letzten Video schon erwähnt, Tabak verkaufen wir immer noch sehr gern, Tabakprodukte aller Art. Da machen wir viel Steuern mit. Die Bundesregierung hat auch nichts dagegen, dass Alkohol verkauft wird. Wie gesagt, solange er beim Verkauf zu ist und to go erst 50 Meter weiter aufgemacht und getrunken wird. Es stört die Regierung auch grundsätzlich nicht, dass, wie gesagt, der Öffi fährt, weil das eine Notwendigkeit ist, um die Bevölkerung zu befördern. Es stört die Regierung auch nicht, dass es inzwischen Studien gibt, die besagen, dass der Lockdown völlig sinnlos ist. Wie gesagt, es stört generell eigentlich im Moment nur, wenn Leute spazieren gehen. Ja, das Problem ist, ich oute mich jetzt. Ich lasse mich dabei filmen, wir gehen spazieren. Damit soll es das für den Augenblick gewesen sein, weil wir kommen jetzt dann gleich wieder in den fließenden Verkehr. Das heißt, wir werden da ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zusammenfahren werden und trotzdem den Abstand halbwegs einhalten. Wir wollen ja nicht Opfer eines Verkehrsunfalls werden und eventuell im Krankenhaus landen. Wir würden eventuell einen lebensrettenden Platz wegnehmen. Wir wollen auch nicht, dass der verschreckte Autofahrer eventuell eine Beule im Auto hat. Ich weiß nämlich gar nicht, ob die Autowerkstätten offen haben dürfen. Und wir wollen natürlich auch im eigenen Interesse nicht, dass irgendjemand meint, wir halten Abstände nicht ein oder ähnliches. Man schimpft ja eh schon so genug über die Fußgänger, die ihre Meinung kundtun, weil das ja sowieso alle Schwurbler, Aluhutträger, Weltverschwörungstheoretiker und Nazis sind. Ja gut, ich glaube, darüber brauche ich eigentlich gar nichts sagen. Könnt ihr natürlich jetzt an den Herrn Kickl verweisen, der das letztens in einem ORF-Journalisten sehr schön erklärt hat, wie das ist mit diesem Nazi-Thema.
Allerdings habe ich mir ja auch sagen lassen, sind wir ja inzwischen so weit gekommen im Jahr 2021, dass hier sogar der Herr Kickl auf YouTube zensiert, / gelöscht wird. Insofern verweise ich nicht an diese Stelle, weil ich glaube, es hätte relativ wenig Sinn im Moment auf freie Medien zu hoffen. Die haben wir nämlich in Österreich gar nicht mehr so. Was wiederum ein weiterer Grund ist, warum wir spazieren gehen. Aber wie gesagt, das hatte ich schon erklärt. Wir haben jetzt hier offiziell wieder fließenden Verkehr, fahrende Autos und deswegen werden wir uns jetzt da einfach still fortbewegen. Es wird dann später noch eine kleine Erklärung geben, ehe wir dann unseren Spaziergang in Stille weiterführen, weil bei all unseren Privatgesprächen müsst und wollt ihr natürlich auch nicht dabei sein. Ein Vorteil hat CryptoTV noch, möchte ich gerne erwähnen, nicht so wie bei ServusTV, bei CryptoTV gibt es keine Sendeausfälle. Du bist jetzt nur neidisch, weil du keine Werbeeinblendungen kriegst. Aber dir sage ich es, die braucht ServusTV auch nicht, weil ich glaube, der Herr Mateschitz kann sich das theoretisch auch ohne Werbeeinblendung leisten. Und ich persönlich muss sagen, ich finde den Herrn Wegscheider nach wie vor sehr gut und ich mag auch dieses Profil ServusTV. Es ist wesentlich besser investiert als dieses lustige GIS-Zeug, das wir sonst haben. Da ist es jetzt rot, liebe Kinder, das bitte nicht nachzumachen, aber nachdem da kein Auto ist. Ich werde es extra nicht gefilmt, aber du musst es ja erwähnen. Wir, wie gesagt, ein bisschen rebellisch sind und auf unsere Eigenverantwortung achten, sind wir einfach so gegangen. Das machen wir nicht, wenn Kinder in der Nähe sind. Du machst dann den Werbejingle, oder? In der Pause. Du singst dann in der Schokoriegel Werbung oder so. Ah, da ist schon offen. Ja, die junge hübsche Dame hat nicht einmal Masken auf da drinnen. Hier befinden wir uns jetzt vor der Fahrschule Bräuner. Falls sich der zu Hause gebliebene Betrachter dieses sinnvollen Beitrags fragt, warum wir vor der Fahrschule Bräuner stehen, diese Fahrschule gehört seit 1995, wenn ich mich nicht täusche, dem Herrn Diplom-Ingenieur Harald Bräuner, der inzwischen unser Bürgermeister ist. Harry, wie er sich selbst gerne nennt, um jung und agil beim Volk anzukommen. Er selbst ist natürlich mit seinem Amt als Bürgermeister vollends beschäftigt. Das heißt, leiten tut die Fahrschule inzwischen seine Gattin. Davor im Wegen sei darauf hingewiesen, diese Fahrschule ist geöffnet. Das werfe ich ihm grundsätzlich gar nicht vor, weil sie das darf. Während hingegen Schulen, wo man sonst etwas vermeintlich Wichtiges fürs Lernen, fürs Leben lernen sollte, geschlossen sind, dürfen Fahrschulen offen haben. Ich gönne auch jedem in diesen harten Tagen und Wochen und inzwischen leider schon Monaten durchaus einen wirtschaftlichen Erfolg und es freut mich auch immer, wenn Angestellte keine Kurzarbeit beziehen müssen und nicht beim AMS gemeldet werden müssen, weil sie um dieses Land wirtschaftlich ohnehin schon schlimm genug ist. Es ist allerdings schon so, dass es mir persönlich ein bisschen negativ aufstößt, nachdem das ja nicht die einzige Salzburger Fahrschule ist und sich unser Herr Bürgermeister in den letzten Tagen der SN gegenüber zum Beispiel dahingehend geäußert hat, dass er von der Exekutive der Stadt Salzburg, die sich meines Erachtens noch sehr professionell und auch richtig verhält, Druck macht, weil er doch eigentlich genauso wie der Herr Nehammer der festen Überzeugung ist, dass man uns beim Spazierengehen am besten strafen sollte und am besten wahrscheinlich wegsperren sollte, weil natürlich ÖVP-kritische Politik dieser Tage nicht besonders gut ankommt. Die Stimmung kippt ja dahingehend ein bisschen.
Ja, man sieht, die Fahrschule hat offen. Man kann jetzt gerne beim Vorbeigehen noch reinschauen, ob die Frau Bräuner eine Maske drinnen trägt. Mir persönlich ist das wurscht, weil wie gesagt, ich bin kein großer Fan dieser Masken. Ich bin auch kein Fan des Lockdowns. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt inzwischen mehr als eine Studie, die namhafteste ist sicher von der Stanford University, dass dieser Lockdown nichts bringt. Wir halten weiter daran fest. Aber wie gesagt, wir sind ja auch Österreich und wir haben keinen 46. Präsidenten, sondern wir haben 44 Wochen Irrsinn. Damit verabschiede ich mich eigentlich für den heutigen Tag noch. Lass den Roman noch ein paar nette Einblicke aus der Stadt Salzburg auf seinem weiteren Weg festhalten. Weil der Harry und ich werden jetzt natürlich noch eine Runde weiter spazieren. Aber wie gesagt, da werden wir uns dann privat und intim unterhalten. Und da wollen wir nicht dabei sein und ihr wollt vielleicht auch nicht dabei sein. So, da haben wir jetzt so ein Fahrschulauto von der Fahrschule Bräuner. Damit bin ich aus dem Bild. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Hallo. Was macht ihr über die Fahrschule Bräuner? Wir machen ein Privatvideo und stellen quasi fest, dass wir als Betreiber, das ist ja nach wie vor laut Impressum, unglaubliches Problem zu haben scheint, wenn Fußgänger sich organisiert anscheinend bewegen, weil er meint, wir würden also die Demonstrationen, sorgen. Oder? Genau, wir würden damit die Volksgesundheit gefährden. Und ich habe gerade festgehalten, die Gastronomie ist zu, die Schulen sind zu, Fahrschulen dürfen offen haben, das hat nicht ihr Mann entschieden, das ist völlig rechtens und es freut mich auch, wenn Leute noch Geld verdienen. Ich finde es allerdings schon ganz spannend, dass er, der ja ein anderes Einkommen durchaus auch noch hätte, nicht mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, nein, wir sind da jetzt auch mal ganz vorsichtig, sondern sagt, na, die Fußgänger sollen da bitte polizeilich verfolgt werden, weil an denen werden wir eventuell sterben, aber das eigene Geschäft lasse ich schon ganz gerne laufen. Wiedersehen. Das soll jetzt uns auch, ja.